Und herzlich willkommen zu Let's Multiplayer Call of Duty Black Ops 1 mit mir, Alawache 1993, auf der Map Havanna im Spielmodus Team Deathmatch. Heute mal AUG, Makarov, ja AUG, Schalldämpfer, alles drum und dran. Ich habe ja gestern schon gesagt, ich weiß so langsam nicht mehr, was ich bringen kann, so dass da irgendwie was, ja, ordentliches rauskommt. Weil ich weiß nicht, wie gesagt, ich habe ja am Mittwoch, ich habe ja gestern erwähnt, dass ich am Mittwoch halt Black Ops 2 gestreamt habe. Dass da halt schon, ja, ein paar Leute waren, die halt so ein bisschen den Spaß verdorben haben. Und es wird halt aktuell immer schlimmer. Ich weiß nicht, woran es liegt. Es ist aber komischerweise in jedem COD so, also MW2, MW3, Black Ops 2. Wie es in Black Ops 3 aussieht, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Vielleicht muss ich das doch wiederbeleben. Na, fuck. Wer? Benty Rose, okay. Soll angeblich hacken. Sollte ehrlich gesagt nicht so problematisch sein, wenn der wirklich hacken sollte. Kann man da Ausrufezeichen Call Admin, glaube ich, eingeben und dann kommt der Admin auch schon am Start und tut den Typen rausbannen vom Server. Naja, auf jeden Fall so, wo ich halt mega Bock drauf habe, was ich halt auch extrem viel im Stream spiele, ist halt Black Ops 1. Es macht so Heidenspaß, es macht so Laune, das Game hier zu spielen. Alleine, weil ich das halt damals, wo es halt rausgekommen ist, viel zu wenig gespielt habe. Und jetzt erst muss ich das halt echt nachholen. Und das Game bockt halt einfach nur. Und das muss ich sagen. Na gut, so ein Geschütz ist jetzt auch nicht schön. Natürlich kann ich auch noch ein paar andere Spiele streamen. Und zack. Und da wären wir nämlich auch schon an meine Überleitung streamen. Ihr könnt natürlich heute... Ah, scheiße. Um 17 Uhr beim Stream mit dabei sein. Unten natürlich die Verlinkung. twitch.tv/alawache1993. Wäre ganz geil, wenn ihr mit reingeschaut. Wie gesagt, ich würde ganz gerne meine Stammleute von YouTube mit bisschen auf Twitch rüber... was ist er? Ich hab den Nachladen gehört. Na gut, hinter mir. Naja. Dass ihr da auch mit ein bisschen rüberkommt, dass wir da dann auch ein bisschen schnacken können und sowas. Alles drum und dran. Wäre auf jeden Fall ganz nice, dass ich dann halt auf beiden Plattformen meine, meine Mini-Community habe und die dann eventuell da noch, weil ihr da schon mal, ich kam mal zurück, weil ihr mir dadurch dann halt noch ein bisschen weiterhelfen könnt. Auch hier auf Twitch ein bisschen größer werden kann und dann natürlich wird dann der eine oder andere wahrscheinlich auf YouTube kommen. Ah, naja, gut. Bis jetzt. So ein bisschen nebenbei geschwafe. Ich muss ja irgendwas machen. Ich muss ja irgendwas sagen. Ich kann ja nicht hier Stummfilm machen. Beziehungsweise, obwohl, ganz normales Walk. Uiuiui. Gut, das, wie war's? Playthrough, ne? Wäre es gewesen? Wäre es ein Walkthrough oder ein Playthrough? Naja, eigentlich wäre es ja ein Playthrough, ne? Multiplayer, glaube ich, war immer Playthrough. Und Story, also Singleplayer, war, glaube ich, immer Walkthrough. So knapp. Nein. Na, scheiße. Ich dachte, ich komme noch schnell Zeit drum. Na, 13.5 geht auf jeden Fall ganz gut klar. Ansonsten, wie gesagt, mir, ich weiß halt nicht mehr wirklich, was ich machen soll. Weil ich muss ja irgendwas machen, worauf ich halt auch Bock habe. Und wo es dann halt auch nicht irgendwie darauf hinausläuft, dass ich da irgendwie die ganze Zeit 24/7 weggekämpft werde. Ja? Darum, wenn ihr Bock habt... Mann, Alter. 13.7. Weil hier in Black Ops 1, wie gesagt, da hast du halt mal den einen oder anderen Camper, gut. Damit musst du halt leben. Das hast du halt überall, aber nicht, dass die halt so hart campen wie in MW2. Mittwoch. Genau, in der Mittwochsfolge. Erst mal kurz überlegen. Rechts von mir, ja, ich weiß. Und ja, ne. In Black Ops 1 hast du halt, wie gesagt, den einen oder anderen. Aber größtenteils bist du halt, wenn du halt stirbst, einfach selber schuld. Außer wie Sovat jetzt halt, ne, der halt die ganze Zeit irgendwo campt, aber das ist der einzige Typ. Ne? Ihr wisst, was ich meine. Zack. So, zack. Ich will hier rein, weil da gucken sie selten nach. Ich hab halt... Ja, natürlich. Jedes Mal holt der Typ mich weg. Aber ist aber wirklich immer nur der gleiche. Das ist halt schon ein bisschen bitter, immer vom gleichen Typen weggeschnetzelt zu werden. Na, wo ist er? Hier oben campen sie ganz gerne drinnen.
ist keine, da ist keine. Na komm. Zack. Ja, ansonsten, was gibt's sonst noch zu sagen? Eigentlich nichts, wie gesagt. Ein bisschen in der Bredouille, weil wir... Oh, wird Zeit, dass hier MW1 rauskommt, beziehungsweise Infinite Warfare oder sonst irgendwas. Wo ich halt mal ein bisschen... Na, komm schon! Hört da... Ja, komm, es ist jedes Mal der gleiche... Nee, doch nicht, diesmal war es ein anderer. Okay. Zack. Zack. Ansonsten, hier könnt ihr auch mal Sport... Obwohl, Titanfall hätte, wäre noch zur Auswahl. Mann, Alter, da habe ich jetzt nicht auf meine Dingens geachtet. Auf meinen... Na, Munia-Zeige. Ich weiß nicht, mal laufen die Games echt gut und mal sind sie halt wieder richtig verkackt und behindert und beschissen. Wo du dann denkst... Warum? Du hast doch eben gerade so gut abgeschnitten. Warum ist denn das, der Rest der Zug behindert? Ja, und das war knapp. Da haben wir nochmal einen. Nochmal ein Ding ins Rausbringen. Titanfall wäre halt nochmal eine Möglichkeit, was ich halt machen könnte. Rainbow Six Siege habe ich jetzt auch schon oft genug. Oft genug gesagt, was ich da bringen werde. Wahrscheinlich auch mit Facecam. Wieder so ein, zwei Folgen ohne Facecam und dann wieder ein paar mit Folgen. Folgen mit Facecam. Denke ich mal so. Und ja. Na, Alter, scheiße. Shotgun-Spackos sind ja eigentlich relativ viele, weil die Spaß 12, vor allem mit Schalldämpfer, ist halt mega OP, das ist leider so. Na, sag ich ja. Und vor allem sowas... Ne, doch nicht, das sah jetzt aus, als wenn er Gold hat. 21,15, das geht eigentlich trotzdem ganz gut klar, solange ich halt immer positiv rausgehe, habe ich damit überhaupt kein Problem. Ich weiß halt auch nicht insgesamt, auf was ich streamen soll. Irgendwie nur COD, es wird halt auch langweilig, weil damit hole ich zwar Leute ran, aber auch wieder keine aktiven Leute. Außer die haben halt ihre E-Mail-Benachrichtigung aus. Gut, dann wäre es verständlich, warum da kaum einer kommt. Und ich sag mal so, zu so einer unmenschlichen Zeiten tue ich jetzt ja auch nicht streamen. Nichtsdestotrotz habe ich da auch recht wenig Abwechslung momentan, aber Black Ops 1 macht halt zu viel Fun, leider, ne? Aber nichtsdestotrotz würde ich sagen, vielen Dank fürs Zusehen, ich bin raus. Und ja, sowas sieht man mal als letzte Kicker. Na egal. Prestige schaffen wir am Freitag, beziehungsweise heute 17 Uhr im Stream. Und ich würde sagen, vielen Dank fürs Zusehen, ich bin raus, ich bin Alwach 1993. Denkt dran, heute 17 Uhr Stream mit Black Ops 1 oder irgendein anderes COD. Ich habe da so eine kleine schöne Challenge. Mehr oder weniger mehr ausgedacht. Und ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute.